Nach dem spektakulären 7:1-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf spricht die Fußballwelt über Luka Jovic. Seit dem gestrigen Spiel um 20.30 Uhr ist er der jüngste Spieler in der Geschichte der Bundesliga, dem 5 Tore in einem Spiel gelangen. Das waren ja keine Tore, die man einfach so macht, sondern wunderschöne Tore, sagte Mitspieler Marc Stenderer. Am heutigen Sonnabend sind daher nicht nur die Medien und das Internet voller Lob für den 20-jährigen Mann des Abends. Auf der Vereins-Homepage wird dem Fünferpacker Jovic viel Aufmerksamkeit gewidmet. Schließlich handelt es sich um den ersten Spieler der Eintracht, der so viele Tore in einer Partie schoss. Der Sieg wird in die Geschichtsbücher eingehen, heißt es von Vereinsseite, die Tore sind heute wie am Schnürchen gefallen. Das fühlt sich verdammt geil an, freut sich Mittelstürmer Sebastian Haller, der beim 7:1 in der heimischen Commerzbank Arena die restlichen 2 Treffer erzielte. Unsere Stürmer haben das überragend gemacht, werden Haller und Jovic von Abwehrspieler Makoto Hasebe gelobt. Die beiden standen erst zum zweiten Mal in dieser Spielzeit gemeinsam in der Sturmspitze und harmonieren bereits glänzend miteinander. Jovic und ich kennen uns inzwischen richtig gut. Wir versuchen uns zu ergänzen. Mit zählbarem Erfolg. Gemeinsam kommen sie in der Liga auf 12 Tore. Kommen zusammen auf 12 Saisontreffer Luka Jovic und Sebastian Halajovic selbst ist in erster Linie dankbar, dass er es so weit gebracht hat. Niko Kovac hat mir viel dabei geholfen, schickt der Serbe Grüße nach München, wo sein Ex-Trainer derzeit nicht unumstritten ist. Gleichzeitig hebt er die Arbeit des neuen Eintracht-Trainers Adi Hütter hervor. Bei Adi Hütter habe ich noch ein bisschen mehr Freiheit bekommen. So kam der 20-Jährige gegen den Aufsteiger aus Düsseldorf zur vollen Entfaltung. Ich war maximal vorbereitet, sagt er nach dem Kantersieg. Das war ihm durchaus anzumerken. Er spielte bis zu seiner Auswechslung auf einem Weltklasse-Niveau, schoss 2 Tore in der ersten Halbzeit und konnte in den zweiten 45 Minuten nochmal 3 Treffer nachlegen. Im Laufe des Spiels habe ich nicht an die Zahl der Tore gedacht, sagt er bescheiden, außerdem habe nicht er, sondern die Mannschaft das Spiel gewonnen. Der Trainer Adi Hütter wird das gerne hören, wenn ich die Jungs in den Interviews höre, Luka oder Sebastian zum Beispiel, wie bescheiden sie bleiben, das ist der richtige Weg für mich, ist der Österreicher rundum zufrieden. Jovic spricht er ein Sonderkompliment aus, er sei verdient der Spieler des Spiels geworden. Daher wollte er seinem Stürmer auch bewusst den Szenenapplaus gönnen und hat ihn in der 86. Minute ausgewechselt. Auch die Mannschaft dankt es dem Man of the Match mit Huldigung. Ich kann sicher sagen, dass Luka Jovic eine super Zukunft hat, sagt Makoto Hasebe, der seinerseits ebenfalls eine herausragende Form hat. Auch Marc Stenderer, der nach dem 3:0 Pausenstand eingewechselt wurde und zu seinem bisher längsten Saisoneinsatz kam, kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, der hat eine große Karriere vor sich, ist Stenderer überzeugt. Wenn Luka letztes Jahr mehr gespielt hätte, hätte er auch schon 5 gemacht. Er ist eine Vollgranate. Deutliche Worte zu Leistung und Talent des serbischen Nationalspielers. Kein Wunder, dass die Eintracht bei dem aktuellen Leihspieler von Benfica Lissabon die einseitige Kaufoption ziehen will. So kann der amtierende Pokalsieger aus Frankfurt die Vollgranate Jovic am Ende der Saison für 10 Millionen Euro fest verpflichten und sich die große Zukunft am Main erhalten. Punkt. Den Spielball der Partie nimmt Luka Jovic indes mit nach Hause. Den Ball bekommen Mama und Papa.